Hallo und herzlich willkommen zurück zu Golf ich with Friends. Ich grätsch hier voll rein. Ach Manno. Tut mir leid. Aber das war meine Ansage. Ich bin wieder da. Ja, du machst ja jetzt, du nimmst ganz bestimmt wieder auf, nicht wahr? Nein. Als ich mich zurückgezogen habe vom YouTube-Dasein, vom YouTuber-Dasein, bin ich in die Golfwelt abgedriftet und ich bin jetzt tatsächlich der offiziellste Minigolfspieler der Welt. Ich habe mich echt schon gewundert, weil ich gedacht habe, so, ey, das ist so ein Spielkind, der braucht doch ein Hobby. Was macht der jetzt die ganze Zeit? Minigolf. Ja, weltweit. Also ich bin wirklich überall zugange. Ich war jetzt letztens erst in Spandau bei einem Minigolfplatz. Wow. Da waren die Weltmeisterschaften im Minigolf. Krass. Und da habe ich auch den Titel erhalten, dass ich der Offiziellste bin. Also richtig der Offiziellste. Genau, ich bin der offiziellste Minigolfer. Ja, aber das ist jetzt nicht meine Schuld, weil ich dich gezwungen habe, mit mir dieses Golfspiel zu spielen. Nein. Also, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Leben. Also, ich träume die ganze Zeit nur von Bällen. Jo, lass uns starten. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Weißt du noch, wie es geht? Ja, du musst den linken Mauszeiger gedrückt halten und dann nach hinten ziehen, dass da so eine Linie kommt. Also nicht jetzt, weil jetzt kommt wahrscheinlich keine Linie, aber dann, wenn wir spielen. Und du musst den Ball in das Loch. Oh, okay. Siehst du auch neu. Ja? Ja, ich sehe es auch. Widder, ziegerich, Widder? Ich glaube, es ist ein Widder. Ich glaube auch ein Widder. Was hat der mit Halloween zu tun? Ich weiß nicht. Hat das was mit dem Goat Simulator zu tun? Nee, dafür sieht das zu unspektakulär aus. Aber es kann natürlich sein. Vielleicht irgendein Wortwitz mit Widder? Ist da was? Nee, was heißt denn das überhaupt auf Englisch? Ich glaube. Boah. Dings. Fliegende Stühle, Gewitter. Bei mir lädt das Spiel noch. Ach so, na, ich habe gerade so eine Rundum-Tour. Cool, ich sehe nix. Bei mir steht immer so schön keine Rückmeldung. Ich traue mich auch nicht, es anzuklicken. Jetzt? Oh, hallo. Du hattest. Oh, guck mal. Unsere Bälle haben sich geeint in eine Halb-Halb-Form. Das ist ein Pokéball. Ich wähle dich, Voltoball. Achso, du musst nach vorne drücken. Ja, bin nur gerade irritiert davon, dass hier Hole One von so einem fliegenden Grabstein präsentiert wird. Und ich mein Gott. Angst, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier einloche, kriege ich dann instant ein Kind? Oh, weiß ich nicht, vielleicht ein Zombie oder sowas. Okay. Los, komm schon. Ich bin mit dem Mauszeiger aus dem Spiel draußen. Da kann man natürlich auch nicht. Was soll denn das jetzt hier? Tummelst du wieder? Ich krieg gar nichts. Linke Maustaste. Ah, ja, jetzt. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis das Spiel realisiert hat, dass ich der beste Golfspieler bin. Oh. Das ist aber schon mal. Zwei Versuche hast du noch, dann. Ja. Nein. Ja. Ja, was ist denn? Ja, sehr gut. Okay, wir sind gleich auf. Das ist in Ordnung. Ich habe dir eine Chance gelassen. Ich habe dir eine Chance gelassen. Wir sind erstmal gleich auf. Ne, müssen wir ja auch. Hallo, wir sind wenn der morphte Pokéball. Also wenn du jetzt gewinnst, ne, bist du die offizielle Minigolf-Spielerin. Das muss dir bewusst sein. Muss ich dann auch zu Turnieren oder so? Ja. Scheiße. Wir sind auch noch spannender? Ja. Zu internationalen Spandauer Turnieren. Oh Mann, verdammt. Tut mir leid, aber so ist es. Und ich bin schon wieder drin. Merkst du es? Noch nicht, warte. Mhm. Nein, ich geb jetzt? Nein, okay. Ich gebe mir gerade Mühe. Bitte sag Bescheid, wenn es soweit ist. Wenn du es merkst, dann höre ich nein, auf. Nein, es hat schon wieder nicht. Guck mal, okay. Ich hab schon wieder die Kurve nicht gekriegt. Oh, mhm. Das ist peinlich. Ja, das ist. Manche Frauen haben das, tut mir leid. Das ja, fester, verstehst du? Hier, guck jetzt fast. Nein, oh, doch nicht. Was trotzdem jetzt? Warum tust du das? Nicht wieder in die Spalte rollen, sonst ins Loch. Genau. Ja. Falsches. Was? Die Kinder wissen Bescheid. Oh, das war zu doll. Au. Da ist was gerissen. Da ist irgendwas ist da kaputt gegangen. Jetzt vielleicht? Nein. Sag mal, das ist so. Also ich sag mal so, dieser Titel offiziellste Minigolfspieler der Welt ist ist jetzt nicht so hart in Gefahr, muss ich sagen. Ich bin auch abgelenkt, weil da fliegen Stühle. Ja, aber da darfst du nicht. Was? Das war gecheatet. Das war, da hast du gerade geskriptet oder sowas. Ich wollte mich nur ablenken und dann habe ich eingelocht. Ah, okay. Guck mal, da hinten dreiköpfige Affe.
was wo? Rechts, links? Oh. Ich sehe. Nein, oh Scheiße. Oh, ich bin auf die gegangen. Das ist wirklich. Ich baller gegen die. Oh. Ich will eigentlich gegen das Fass ballern. Oh Mann, in das Fass? Ich will in das Fass, Moment. Klappt das? Nee, das klappt nicht. Nee. Okay, ich will lieber in das Loch. Erster! Das ist natürlich jetzt ärgerlich, aber. Oh, das war gewollt. Als offiziellster Minigolfer. Oh Gott sei Dank, dass ich dich hol wieder auf, Alter. Das war eine witzige Map. Das mit den Fässern hat mich ein bisschen irritiert. Ich dachte, man müsste da vielleicht irgendwie durch. Oh, I muss see, man auf I den see. Tisch? Nein. Man muss auch ganz definitiv nicht den Teller treffen. Oh. Wie er den Teller trifft. Wie ich bin ja auch offizieller Minigolfspieler. Ich habe auch den Teller getroffen, da bin ich aber woanders gelandet. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Wo muss ich denn hin? Gar nicht. Eingelocht. Falsche Richtung. Nee, richtige Richtung, Entschuldigung. Wo muss ich denn hin? Ja, genau. Nein, ja, doch, genau. Und jetzt wieder zurück. Das ist nämlich eine Trick-Map. Ach so, das ist spiegelverkehrt. Warte, genau. Dann drehe ich meinen Kopf in die andere Richtung. Ja. Oh, hat funktioniert. Oh. Nee, das... Nee. Oh, ja, doch. Hm. Oh mein Gott, siehst du das? Alter, hinten ist echt ein Geist. Ich sehe nur ein Feuer. Ach, da hinten. Das ist ein Geist. Und guck mal, der Servierwagen wird von einem Unsichtbaren durch die Gegend. Ich komme jetzt hier aber... Nein, was ist das denn? Was denn? Ich dachte, ich bumse dagegen die Ecke. Ja, hast du auch. Aber das war zu doll gebumst. Ach, Manu, ich habe das noch nicht so raus. Ist nicht so schlimm. Oh. Das war die Fahne im Weg, die hast du absichtlich da stecken lassen. Ja. Verdammt. Ich gewinne. Möchte ich Nein. kurz? Doch. Nein. Aktuell schon. Nein. Nein. Hardcore. Boah. Fuck. Achso, okay. Das ist okay. Krieg ich hin. Auch mal. Hui. Yay. Oh. Guten Tag. Wir müssen darüber. Und yeah. Oh, Ich glaube, dafür liege ich nicht gut genug. Ja, ich sag ja, dafür liege ich nicht richtig. Bist du gerade da rein? Danke, meine Damen und Herren, das war der offiziellste Minigolf-Move überhaupt. Ja, das ist mein Geheimtrick. Alter, du bist einfach da. Ich sag doch, das ist ärgerlich. Das ist doch wirklich nicht, das ist doch nicht so fassend jetzt. Das ist ganz ärgerlich. Jetzt aber, komm schon, ja, komm, ja, sehr gut. Das war wirklich nicht übel. Da ist so ein scheiß Hügel. Leicht rechts. Ja, der Hügel, was ist... Deswegen habe ich ja gesagt, leicht rechts, aber die Info kam zu spät. Tut mir leid. Nicht schlecht. Wenn der jetzt davor liegen geblieben wäre, hätte ich, glaube ich, die Fahne gefressen. Aber wir haben noch ganz viel... Ob man auf den Servierwagen kann? Bestimmt. Ich schätze mal, wir müssen auf den Servierwagen, weil da drüben geht's ja nicht weiter. Geronimo! Oh, das war zu früh. Oh, ich will resetten. Alles gut. Oh. Du kannst ja da raus. Du hast ja einfach in den Tod. Oh, ja, tatsächlich. Ich bin... Au. Ja, siehst du? Siehst du? Klappt doch. Oh, scheiße, der Servierwagen. Komm schon. Das ist eine... Also... Job's done. Fuck. Hat der ein Gehirn? Fährt der ein Gehirn, der Servierwagen? Glaube schon. Lecker, jetzt habe ich Hunger. Du bist Vampir und kein... Das auch... Ich bin kein Vampir. Vampire wird... Oh. Vampire würden das nicht bevorzugen. Oh, ich hole langsam auf, ey. Das ist gut. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Ich krieg das hin. Mann. Aber der sieht ein bisschen traurig aus. Ich wollte gerade sagen, der sieht überhaupt voll nicht glücklich aus mit der Gesamtsituation. Golfbällen kaputt schießen. Oh, was ein Move! Junge! Was passiert denn eigentlich, wenn man... Nein! Tschüss! Was passiert denn eigentlich, wenn man so in den Kreis des Geistes kommt? Kannst du mal... Tschüss. Was ist denn das für ein scheiß Kackwinkel, Mann? Den Winkel finde ich jetzt wohl nicht korrekt von dir. Oh, der Geist, der kickt einen weg. Dann hat er mich einfach jedes Mal weggekickt, dann war das gar nicht was anderes. Ja, genau, der Geist. Ja. Der böse, böse Geist. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Einfach wieder...
Ups, herzlich willkommen wieder am Anfang der Strecke. Nein. So asozial ist das Spiel dann doch nicht. Komm schon. In keiner Welt wäre dieser Move tatsächlich zielführend gewesen. Mano. Was du nicht weißt, ich habe ein ganzes Team an Technikern, an Krankenschwestern und Co. hier direkt hinter mir. Weil ich muss ja immer einfach gesund bleiben. Wegen deinem Golfarm. Ich verstehe schon. Ja, der Golfarm. Meine Bälle müssen einfach immer gut gewachsen sein. Ach man, was ist das denn? Ist doch ein Okay. Das kann ich aber. Hallo. Du hast aber auch Lack. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich sag nur so: Das, was man in Spandau lernt, das lernt man nirgendwo anders. Selbst die Chinesen erblassen vor Neid. Vor den Skills, die man tatsächlich. Oh Mann, ernsthaft. Im Spandauer Minigolfland. Hat Spandau das heißen, eigentlich einen Minigolf? Weil ich in Niedersachsen wohne, kann ich nicht einlochen? Ja. Also unter anderem und weil du eine Frau bist. Also mit Hilfsmitteln kann man eine Menge Dinge. Ich bring mal was mit, ne? Ich hab Angst. Hallo. Ist da eine magische Wand? Hui. Okay. Na, komm schon. Ja, läuft gut. Habe ich sehr gut gemacht. Nein. Das wusste ich nicht. Finde ich aber sehr, sehr schön. Vorsicht, dich. Was? Oh, Grafikglitch. Verdammt. Oh, das war das falsche Loch. Das ist eine schwere Karte und jetzt weiß ich nicht. Hä? Achso, hier bin ich. Wo muss denn. Wie soll ich denn. Wie mache ich dann. Wie geht das? Wie soll ich. Was verlangen die von mir? Und warum? Warum verlangen die das von mir? Pissköppe. Oh, komm schon. Ach, Manno. Ach, Manno. Das ist doch. Yes, nein, doch. Oh, nein. Ja, das war besser. Das war viel, viel besser. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Job's done. Shit, wie viele Versuche hattest du so? 6. Habe ich auch. Jetzt musst du dich aber richtig. Ah. Oder mehr, ich weiß nicht. Ich sehe deine Versuche. Ich weiß nicht mehr, was ich für welche hatte. Okay. Keine Ahnung. Oh, du. Dieses Spiel, ne? Das ist echt. Was sind denn das? Oh, das sind so Leichenaufbewahrungsdinger. Oh, ich treffe das zweite. Oh. Ja, Mann. Jetzt. Sehr schön. Oh. Fast. Komm. Alle guten Dinge sind 12. Einmal kurz den Fuß ins Loch gesteckt. Das habe ich genau gesehen. Oh mein Gott. Ah, ich habe 9 gebraucht. Naja, gut. Ich auch. Okay. Scheiße, Alter. Was so ein passiert da? Man Gott, muss das ist. Das springen? Nee. Halt dich mal rechts oder links, wenn du rüber gehst. Tatsächlich. Ich will auch überlegen, ob ich mal auf den da irgendwie. Zack, ob der mich. LOL! Oh, wie gut! LOL! Nein! Oh. Ja! Schummelbude! Schummelbude! Ich bin ein Vogel! Ich bin ein Paar. Oh, selbst das Spiel sagt, ich bin dick. Oh, der Widder. Oh, wir müssen über den Widder springen. Da steht was drauf. Hollow me goat. Nee, Howly the goat. Ah, das ist Howly the goat. Hallo, Howly. Der heißt Howly? Wo siehst du das? Das steht da drauf. Oh. Unten drunter, unter dem Goat. Da steht Honey Labello. Okay. Sehr verwirrend. Dieser Scheiß. Warte mal, kann ich vielleicht. Oh, ich bin auf der Couch. Nein, warum? Oh, ich hab den Couch-Shot hingekriegt. Ja, guck mal. Da haben wir uns aber nicht viel gegeben jetzt. Nee. Okay. Ist das auch Howly the Goat? Muss ich durch den Gorilla? Das sieht so, sieht so verzwickt aus. Ich weiß nicht, was da rechts ist. Nein, das Buch war scheiße zu mir, wollte ich nur mal erwähnt haben. Das war ein ganz schlechter Titel. Oh, fuck. Ich bin wieder auf dem. Oh, nein. Sind wir hier lang? Muss man da lang? Nein. Nee. Ich würde behaupten, nein. Scheiße. Oh, ja, man muss durch den Gorilla. Das Harambe? Ach, Mann, das ist so. Ist das Harambe? Nix. Harambe ist wieder gekommen.
Hallo, ich habe ihm schon voll gegen die Nase Headshots geklatscht. Big Sound for Humble! Wo muss ich denn hier hin? Ja, durch den durch irgendwie. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, okay. Das wird mein... Ich bin die Treppe runter. Be right back. Ist da unten was? Hast du was gesehen? Ja, unbedingt runter. Ach, das ist doch... Das ist doch richtig scheiße. Das ist doch... Nicht so doll. Och, Dollar, Mann. Das kann doch auch keiner wissen. Lol, bitte. Oh. Nein! Was machst du denn? Du dummer Bann. Ey, Mann, ich hab meine Bälle nicht unter Kontrolle. Ich schon. Ich bin endlich drüben. Oh, Alter, wie du es einfach durchschaffst. Ja, ich bin out of beim strokes. Beim 10. Versuch, ey. Ich bin out of strokes. Lol, herzlich willkommen. Ich hab's geschafft. Ist man mit 75 schon voll? Darf ich dann nichts? Oder mit 14? Nee, mit 14. Ach man, so, ich war noch nie so schlecht, dass ich das mit 14... Das ist aber auch hier hart, weil im Endeffekt sind sie einfach spooky Bedingungen. Ja, also das ist auch schon sehr irritierend, was hier alles passiert. Die können ja aber auch echt mal irgendwie wischen oder so. Das ist nicht... Hast du hingemacht? Nee. Ja, ich hab mir eingekackt, weil deine Performance so gut ist, dass ich Angst habe über meinen offiziellen Titel. Das okay, offiziell. Ja, ja, du mich auch. Oh. 69. Und damit ziehe ich mich offiziell zurück. Der Kessel, der befördert einen nach oben, ne? Ja, ich schätze mal, man muss. Ich schätze mal, man muss voll. Ui. Komm schon. In den Trichter, ich will in den Trichter. Hallo. Da, komm. Hi. Na? Oh. Wie du mich anleuchtest. Was? Ja, ist das random, wo man jetzt hier rauskommt oder was besonders? Ich glaube schon, ja. Und drin. Das ist doch. Ey. Mann. Was ja, kann ich eigentlich? War nicht so viel im Minigolf jedenfalls. Du musst mir das mit dem Einlochen mal zeigen. Na klar, mach ich. Oh, wollen wir wieder zu Harambe? Ich komme zum Affen zurück. Das Kind baller ich jetzt ab. Hat mir nicht so viel gebracht. Ich bin im Regal. Ich weiß nicht, wo man da hinten. Hä? Oh, das ist ungünstig. Man muss tatsächlich das Kind abschießen, so wie es aussieht. Ja, um gegen das Bücherregal zu klatschen, um dann... Was sind das eigentlich für beschissene Maps? Alter, das glitscht auch noch rum wie Sau, Mann. Okay. Oh mein Gott, ernsthaft? Ist das dein Ernst? Ernsthaft? Ist das... Nein, sag mal, das Kind hat mich zurückgeschubst. Ey, wenn Kinder schubsen, dann kriege ich so einen Hals. Aber Kinder darf man nicht schlagen. Warum eigentlich nicht? Das... Sieht doch hier eh schon sehr tot aus. Ist zu einfach. Ach so. Hast du das Kind? Nee. Oh Gott sei Dank. Oh, du hast es geschafft, wa? Ich auch. Ach nein, dann geht ja noch schrecklicher weiter. Hallo. Man muss nur nach links. Alles gut. Fuck. Oh, da ist ja schon die Fahne. Schön. Weißt du was? Dann muss ich das auch... So, hey. Sofa-Shot. Fuck. Nein. Oh, fuck, kack. Ja. Das ist nur ganz schön. Nochmal Sofa-Shot. Ja. Oh, komm schon. Oh. Ja. Alter. Ja, das mache ich halt. Du cheatest. Du bist super boosted. Entschuldigung, aber das geht voll nicht. 11-8. Okay, ich nähere mich wieder an. Vielleicht, wenn ich dich ablenke, kann ich dich noch... Nein, kann ich nicht. Ui. Hallo. Ach, das ist ja scheiße. Die Frage ist ja, wie du mich ablenken willst, Isa. Das schaffst du ja gar nicht. Warte, wo ist mein Handy? Oh, jetzt gibt's Penisbilder. Nein, sowas habe ich nicht gespeichert. Okay. Nein, hör auf damit. Das war Absicht? Ja, das war gar nicht so schlecht, verdammt. Ich bin wieder in Regalen gefangen. Hui! Dabei bin ich doch gar kein Student. Oh nein, Ach, das ist doch scheiße. Was machst du denn da? Ich hab das voll gut gemacht. Ja, was? Achso. Mhm. Hallo. Ja, das sah schon echt fertig. Gut aus. Fertig. Boogie. Boogie? Boogie. Oh nein. Ich muss irgendwas... 7 Schläge... Also, es muss... Okay. Na du.
Hi. Oh, so, okay, mein lustiges Gehirn. Ich will mir jetzt mal angucken, was du mit dem Handy geschickt hast. Würde ich nie tun. Ich schicke nichts. Nichts. Ja, voll traurig, oder? Schade. Ich hatte jetzt wirklich was erwartet, Isa. Naja, ist nicht so schlimm. Das willst du gar nicht sehen. Nee, ich schick dir dann einfach irgendwie Bubi-Bilder oder so. Von deinen Bubis, volle Kanone! Ja. Jo. Sehr gut. Ich hab ja sonst nie nichts hier zur Verfügung. Bist du mehr hin mehr als ich? Oh. Okay, das war... Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich glaube, dass... Oh. Ach so, shit, das war eine andere Strecke. Das ist natürlich... Zack, irgendwie. Zack, 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 zack. Yes! Oh, hier. Ach, okay, guck mal. Okay. Da ist jemand. Wow, komm schon! Yes! Wow. Okay, ja, ich guck dir dann mal zu, wie du das machst. Schlecht, ganz, ganz schlecht. Ganz behutsam mache ich das, Freund. Merkst du es? Schlecht. Oh, verdammte no! Scheiße. Okay, jetzt, ich hab nur noch, ich hatte das, ist, oh, guck mal, ein Kürbis. Die Kippis. Okay, wo lang will ich? Ich geh dort lang. Ich geh dort lang. Oh, das war der richtige Move. Das war sowas von der richtige Move. Oh, nein, ja. Oh Gott, hier sind Äxte. Hier sind Geister-Äxte. Das war nicht strong genug. Hier sind Baby-Geister-Äxte. Baby-Geister-Äxte? Warte, muss sofort hinkommen. Auch Baby-Geister-Äxte sehen. Ja, okay, bist noch ein bisschen... Ist nicht so schlimm. Bist noch ein bisschen... Nein, nein, was ist das denn jetzt? Der Winkel war wunderschön. Geht so. Da guckt Babygeister-Äxte. Oh, tatsächlich. Hallo! Hui! Oh, nein, hast du das echt geschafft? Ich bin einmal rechts raus und wieder da. Ja, na? Jetzt rollt er rein. Er rollt rein. Ich brauch gar nichts mehr tun. So funktioniert das nicht. Ich mach jetzt nichts mehr. Willst du zurück zu den Babygeister-Äxten? Hui! Oh, was? Oh. Die lassen mich nicht! Ich bin gefangen! Komm schon, es ist so ein kleiner, du brauchst nur noch einmal ganz ja, leicht. Ja, ich versuch gerade. Oh, oh. Mm. Na, oh, das war zu heftig. Mm. Das kannst du ja nicht bringen. Okay, das ich probier's nochmal. Ah. Oh. Guck mal, jetzt rollt er das bestimmt. Das ist ein Trickshot, ja. Ja. No. Oh, der rollt sogar nochmal weiter. Okay. Oh, verdammt! Ich hab gewonnen. Verdammt! Ich bin weiterhin der Offiziellste. Ja, das ich kann nicht. Also, das. Nächstes Mal Revanche. Ist schrecklich. Aber ohne Geister, die haben mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Und die Strecken waren jetzt nicht so überragend geil, muss ich sagen. Manche Strecken waren echt scheiße. Also, ich fand andere kreative. Was hatten wir das letzte Mal? Dieses Twilight war richtig schwer. Das war super, aber da wusste ich auch teilweise nicht, wo es lang geht. Nee, da wusste man, hallo. Mit dem Fluss und den Farben. Hingeglitscht teilweise, das war schon nicht mehr schön. Ja, das war so eine LSD-Strecke. Und diese kippenden einzelnen Strecken immer, wo du eigentlich Glück haben musstest. Können. Ja, für dich können, so, für mich ist das Glück, kann man auch so ausdrücken. Ja, ja, können ist manchmal auch Glück. Ja. Dass man es kann. Ja. Was ist in der anderen Klassik? Gibt es da? Dann gibt es Custom Game Options. Ach so. Kann man ganz viel Spawn Positions und also Preset-Zeug. Das ist ja easy peasy. Das ist ja lame. Nee. Wenn schon nimmt man sowas, nimmt man dann Klassik. Na gut. Aber die Halloween-Map, ich meine, es ist auch schön, dass wir für Halloween was reingebracht haben. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen bietet die Axt wieder eine tiefere Rolle. Stimmt. Die viel stärkeren Sinn. Die Babyköpfe und das Gehirn. Das war ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ja, die haben sich wahrscheinlich überlegt, so, hey, eine Halloween-Map, wollen wir was Gruseliges machen? Oh ja, lass mal Babyköpfe in Einmachgläser stecken. Du weißt schon, dass das voll krank ist. Ja, natürlich, würde ich nie tun. Kam aus dem Forum. Diese richtig, User, ey. Nee, wow, die Community wollte das. Creeps. Ja, vielleicht sehen wir uns schon zu Weihnachten wieder, wenn Santa Claus irgendwo aufgespießt an der Ecke steht oder so. Ja, wahrscheinlich auch wieder in so einem Glas. Mit einem Witter zusammen auf Harambe. Oh Gott. Geil. Schrecklich. So, ich würde sagen, Leute. Golfbälle raus vor Harambe. Bis zum nächsten Mal. Euer richtig. Offiziellster Minigolfspieler auf Welt. Und Isa. Ja, Dankeschön. Ja, das ist auch ein viel besserer Tschüss. Tschüss.